Herzlich willkommen. Setze deine Hoffnung auf den Herrn. In Psalm 62, Vers 6, da steht: Nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Er allein gibt mir Hoffnung. Und durch die Hoffnung kommen wir zur Ruhe in Jesus. Hoffnung um 12. Ja, wir wollen dich heute wieder ermutigen. Die Frage: Bist du ein Versager? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Bist du ein Versager? Fragezeichen. Ich sag dir jetzt schon, du bist keiner, aber wie oft stellen wir uns die Frage: Haben wir versagt? Sind wir ein Versager? Und wir kennen ein gutes Beispiel in der Bibel, der Petrus, ja, der auf dem Wasser gegangen ist. Manche bezeichnen ihn als Versager, weil er nicht geglaubt hat, aber es waren 11 Stück hinten im Boot, die gar nichts probiert haben. Petrus war kein Versager. Und wie oft ist es so, wenn wir Dinge probieren, sieht es manchmal aus wie Versagen, aber es ist die Praxis, um auch weiterzukommen. Ein Petrus hat dann auch Jesus 3-mal verleugnet und Jesus hat trotzdem nicht gesagt: Petrus, du bist der totale Versager. Nein, er fragte ihn: Petrus, liebst du mich? Und das ist eine wunderbare Sache. Jeder von uns hätte vielleicht gesagt: Jetzt hast du das falsch gemacht, jenes. Also Petrus, du bist ein Versager. Jesus kommt und sagt: Liebst du mich? Jesus wirft dir nicht deine Fehler vor. Er fragt dich auch jetzt: Liebst du mich? Und wir sind immer gleich dabei und sagen: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, wie es auch Petrus getan hat. Und er hat Petrus 3-mal gefragt. Und Petrus hat danach gedacht, sagt er: Wieso fragt er 3-mal? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Der Herr weiß, wie stark du ihn liebst. Und ich glaube, da können wir immer noch was verbessern. Danke, Herr, dass wir nicht Versager sind. Danke, dass du uns liebst und all unser Versagen, Herr, du vergibst und, Herr, uns zeigst, wie es weitergeht. Ich danke dir für das Beispiel von Petrus und lass uns wirklich, auch wenn wir mal einen Fehler gemacht haben, wenn wir versagt haben, trotzdem nicht Versager sind, sondern, Herr, dass wir wirklich forschen, Herr, wie wir mit dir weiterkommen. Ich danke dir von Herzen. Amen. Amen. Und bevor wir wieder Zeugnisse hören, möchten wir für Menschen beten, die uns ihr Gebetsanliegen zugesandt haben. Und eine Frau möchte frei werden vom Rauchen und bittet um Gebet. Sie schreibt: Ich bitte, dass ihr für mich betet, damit Gott mich von dem Zwang zu rauchen frei macht. Ich rauche seit meinem 14. Lebensjahr und ich habe so viele Versuche gehabt, mit Zeiten bis 3 Monate, bin aber immer wieder rückfällig geworden. Bitte betet für mich. Danke. Jesus, und ich danke dir, dass du diese Frau kennst, die frei werden will von diesem Zwang des Rauchens. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Zwänge mit ans Kreuz genommen hat. Egal, was für Zwänge es sind, ob vom Rauchen oder von Drogen oder vom Essen oder von irgendwelchen anderen Dingen. Du hast diese Zwänge besiegt am Kreuz von Golgatha. Und ich danke dir, dass du auch diese Frau hier frei machst vom Rauchen. Danke, dass wir das einfach entmachten dürfen durch dein Blut, diese Macht des Zwanges im Namen Jesus. Und ich danke dir, dass sie frei ist und dass du diese Lust am Rauchen wegnimmst und weggenommen hast. Und wir danken dir einfach für völlige Befreiung für diese Frau, die uns hier geschrieben hat. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und bei diesem Gebetsanliegen geht es um einen Rechtsstreit. Ich habe ein Anliegen. Meine Freundin und ihr Mann sind seit Jahren in einem Rechtsstreit. Obwohl sie alles gut gemacht haben, werden sie jedes Jahr von neuem drangsaliert. Sie haben mich um Gebet gebeten. Sie wissen, nur unser Heiland kann noch helfen und Gerechtigkeit schenken. Bitte betet für die zwei. Ich bin dankbar, dass ich mich an euch wenden kann. Und Jesus, du kennst auch dieses Ehepaar, die da immer
ja, jedes Jahr wieder diesen Rechtsstreit vor sich haben und immer drangsaliert werden. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der für uns streitet, der für seine Kinder streitet. Und so steht es auch in deinem Wort, dass du den Rechtsstreit für uns führst. Und wir bitten dich jetzt, dass du diesem Ehepaar hilfst, dass dieser Rechtsstreit ein Ende hat, dass da Klarheit hineinkommt, dass da Lösung hineinkommt. Und ich danke dir, dass das aufhört und dass sie wirklich in diese Freiheit hineinkommen, ohne diesen Rechtsstreit. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Ja, Essen und Trinken ohne Schmerzen, das wünscht sich diese Frau und sie schreibt, ich bitte so sehr um Beistand in einer gesundheitlich schwierigen Situation. Ich bitte um Heilung meiner Lunge, Luftröhre und Speiseröhre. Ich möchte bald wieder essen und trinken können ohne Schmerzen. Ja, Herr, du hast dieses Anliegen gehört und du weißt auch genau alles, den Grund dazu. Und ich danke dir dafür, Herr. Danke, dass du Lunge, Luftröhre, Speiseröhre, Herr, dass da Heilung hineinkommt, Herr. Danke, Herr, dass das alles, das, was wund, was verletzt ist, was irgendwo angekratzt ist oder was es auch ist, Herr, wir sprechen deine Heilung hinein, Herr, dass wirklich keine Schmerzen mehr sind beim Essen und dass wieder Essen Freude macht und keine Schmerzen. Danke, Herr. Amen. Amen. Da, wo Hoffnungslosigkeit ist, tut Gott Wunder und er erhört Gebet. Und da schreibt uns jemand, mein 16-jähriger Neffe ist aus 10 Meter Höhe aus dem Fenster gestürzt. Er liegt im Koma. Seine linke Gehirnhälfte ist neben anderen Dingen komplett zerstört. Aber er will leben, sagen die Ärzte. Jetzt hat er noch Fieber bekommen und die verletzte Hirnhälfte schwillt an. Bitte bete, dass Gott ein Wunder tut und für Kraft für seine Eltern und Geschwister. Ja, da braucht's wirklich ein Wunder. Ja, was es alles gibt von 10 Meter. Ich habe mir das gerade vorgestellt, wie hoch das ist. 10 Meter runterfallen. Das überlebt zu haben, ist schon ein Wunder, aber das, was jetzt noch gebraucht wird, ist ein großes Wunder. Und danke, Herr, wir bitten dich um dieses große Wunder, Herr, dass auch die Gehirnhälfte, Herr, obwohl medizinisch so vieles entgegensteht, Herr, wir rufen da Heilung hinein. Wir rufen da Erneuerung hinein. Wir rufen da wirklich Gesundheit hinein und dass auch keine Schäden zurückbleiben. Und ja, ich danke dir dafür, Herr, dass wir uns immer auch unter deinen Willen unterstellen. Aber Herr, wir dürfen beten bis zur letzten Sekunde eines Menschenlebens und glauben. Ich danke dir dafür, dass du dieses große Wunder tust. Amen. Ja, Gott hat schon viele Wunder getan und das erleben wir immer wieder bei Zeugnissen und da möchte ich jetzt einige vorlesen. In einer Großstadt eine Wohnung zu finden, ist nicht einfach. Eine Frau erzählt Folgendes. Hallo Isolde und Daniel, wir haben eine Wohnung. Es war so, als wenn die Vermieterin nur auf uns gewartet hat. Gott ist groß, er hat eine Wohnung versprochen und nun ist sie auch da. Und er allein weiß, weshalb es diese Wohnung sein soll. Ich bin so erleichtert und dankbar. Vielen Dank für eure Unterstützung im Gebet. Und was Gott verspricht, das hält er auch. Auf ihn ist Verlass. Ein Krankenhauskeim ist besiegt. Gott ist groß. Ein Krankenhauskeim meines Mannes ist besiegt und weg. Und es braucht nichts mehr am Herz gemacht werden. Danke, Jesus. Es muss nur wieder Leben in seine Beine hineinkommen. Und dafür können wir auch gleich noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du auch da diese Beine wiederherstellst, wo da noch ein Mangel ist und du hast schon so vieles getan und du machst das auch zu Ende, was du begonnen hast an diesem Mann. Und ich danke dir, dass du eingreifst und dass auch diese Beine vollkommen in Ordnung kommen. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ja, was Gott begonnen hat, das macht er auch zu Ende. Gesundheit für Enkel und Söhne, berichtet diese Frau. Liebes Missionswerkteam, vielen Dank für Ihre Gebete.
habe sie schon öfters um Gebetsunterstützung gebeten. Mein Enkel ist wieder gesund und meine Söhne auch. Groß ist unser Gott. Auch geht mein ältester Sohn jetzt den Weg mit Jesus. Halleluja. Wie wunderbar. Und das ist das größte Geschenk für Eltern, wenn Kinder, egal welchen Alter, sich Jesus zuwenden bzw. Jesus finden. Und eine Frau schreibt, ich möchte gern ein Zeugnis abgeben, wie groß und gut unser Herr ist. Und sie schreibt, ich war letztes Jahr mit euch in Israel. Diese Reise bekam ich ein Jahr vorher zu meinem Geburtstag geschenkt. Das war schon ein Wunder und eine Gebetserhörung. Dieses Jahr wurde ich zum 7. Mal und das 3. Kniegelenk operiert und man sagte zu mir, ich müsste mindestens ein Dreivierteljahr an Krücken gehen. Nun laufe ich schon 3 Wochen ohne Krücken. Zum Einkaufen gehe ich noch am Rollator. Aller Lob, Dank und Ehre gehört unserem Herrn Jesus und danke für eure Gebete. Heilung einer Blasenentzündung beschreibt dieses Zeugnis. Liebe Geschwister Müller, möchte euch voller Freude mitteilen, dass meine Blasenentzündung endlich wieder abgeheilt ist. Gott sei Dank und euch für euer Gebet. Wie wunderbar. Ja, Blasenentzündung und so vieles mehr, was Gott geheilt hat. Und es ist immer krass, für welche Dinge wir hier beten dürfen, wo es sowas Unmögliches gebeten wird, dass man dafür betet. Wir glauben, wir erleben so vieles. Wir waren ja in Essen und haben da so, so sehr vieles erlebt und das macht uns so viel Freude. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Und ich gebe dir einen Tipp für heute. Lass dich von Jesus fragen, liebst du mich? Und wenn du sagst, ja Gott, du weißt doch, ich bin dein Kind, ich bin und so weiter. Und er sagt wieder, sag mal, liebst du mich? Ja, Herr, Herr. Und er sagt, liebst du mich wirklich? Und ich sag dir, es ist wichtig, dass dein Herz mit dem Herzen Jesu kommuniziert. Schick uns dein Gebetsanliegen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Wir beten gerne für dich und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, und bald am 14. Oktober, 13 Uhr, beginnt der Gebetserlebnistag, ehemalig Gebetsnacht, wo wir einen ganzen Nachmittag bis in den Abend hinein beten, Lobpreis machen, wunderbare Zeugnisse hören, mit Leute beten und so weiter. Wenn du dir es irgendwie möglich machen kannst, komm einfach hier in Karlsruhe vorbei. Wir würden uns riesig freuen. Ja, wir würden uns freuen, dich begrüßen zu dürfen. Tschüss, bis bald. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.